So, liebe Freunde, ja, willkommen zur 12. Folge Kirby 64 The Crystal Shards. Aber es kommt mal Folge 5 online, aber hey. Das ist die letzte Folge, in der ich noch in Schweden sein werde. Am 22. kommt die online, da werde ich wieder zurück sein aus Schweden, aus Svenska und wieder zurück in Deutschland sein, wie heißt er da? Tyskland, genau. So, wir werden mal hier in den, das sieht aus wie eine Schneewelt, ja, eindeutig. So, hier habe ich schon eine schöne Fähigkeit, da Boots, ich mache erstmal alle down hier. Ihr könnt mir alle mal sonst wo lecken, ich habe den Feuerwerks-Kirby, der rastet richtig aus und fistet euch alle. Bang, Boots, kabam. Bang, Boots, kaboom. Bang, Boots, babong. Bang, boom, kabang. Alle down hier, Alter, die Fähigkeit ist so geil. Eine übelst hohe Reichweite. Aber der Haken ist halt, danach kann man leider nicht mehr springen. Also zum Überabgrunde springen, ne? Habt ihr vorhin bemerkt bei mir, vielleicht ein Part davor. Da muss man ab und zu mal aufpassen. Stup, so. Geil. Boing, boing, bat, bremsen. Flame, Flame, Ultra Flame. Ist gut zum Durchwaschen auf jeden Fall. Oh, ein Pinguin, oh, wie süß. Aber du bist tot. Das war's schon? Ich sehe hier keine Steine. Oh, eine Leiter. Ja, Turbo Kill. Stup, hier mal einen Kuchen. Bang, Boots, Boom. So, aber man kann sich an Leitern festhalten. Das fickt schon mal gut. Oh, Batz, 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 Boom. Boing, voll ins Face. Mann, Alter, warum passiert mir das immer? Mann, ausrast, Moni, Boom. Boots, Bang. Oh. Vielleicht doch nicht. So, sind hier aber langsam irgendwo Steine versteckt. Wow, Kirby! Oh, da, jetzt geht Bobfahren los. Ein neues... Wow, verdammt. Bang, bang, Boots. Geil. Ich hätte gerne langsam mal... Gerne die ersten... Die ersten... Die ersten Splitter, da haben wir auch schon gesagt, getan. Kabang, Boots. Wow, Alter. Das ist aber heavy hier. Wow, shit. Stup. Okay, Boss Battle. Einfach neben dem Boss explodieren. Er ist laid down, Mann. Jawohl. Und da oben ist noch ein neuer Crystal. Haben wir schon den zweiten in der Welt hier. Boings. Du, 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 du. Slitching Move. Wow. Oh, geil. Weißwasser. Erinnert mich so an Banjo-Kazooie euch auch. Bang. Boots. Boots, 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 Bang. Hier ist ein Loch drin, ne? Swoot, 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 swoot. Voll geil. Chocolate. Ein Chocolate-Eis. Geil, Chocolate-Eis ist nochmal gut. Mann, rastet hier gleich aus. Ich töte euch alle. Oh, guck mal da unten. Da ist noch so ein komischer Fischdingen. Also so ein Sichelfisch. Mann, hau ab. Komm, wir gehen nochmal irgendwo durch? Nee. Mist. Es geht nicht weiter. Na, halt nicht. So, das Kirby sich da drinnen abfriert, Alter. Hm, vielleicht ist er doch kein Mann. Kann jemand eigentlich bestätigen, ob Kirby männlich oder weiblich ist? Also, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Im Anime, naja, da wurde er auf jeden Fall so dargestellt, als ob er noch... Autsch, noch nicht wirklich alt wäre, was da so zeigt. Er könnte ja auch ein Baby sein, einfach. Oder ein Kleinkind, sagen wir es mal so. Bang, Butzka, bang. Ihr seid mal richtig down. Weil Kirby voll Bock auf Feuerwerk hat. Ah, Firecracker, bang, Butz, boom. Selbst über dem Eis halt neu killt. Hat eine schöne Reichweite und hat noch eine schöne Rate, also eine Feuerrate. Sehr nice. Mag die Fähigkeit sehr. Aber Feuerwerk ist sowieso cool.
Na, wer mag denn kein Feuerwerk von euch? Ich glaube, selbst nicht allzu viele. Stup. Na, noch mehr Arbeitsfutter mal zwischendurch dabei. So, hier irgendwo ein Splitter in der Mitte? Nö. Swut, swut. Boings. Oh, da ist noch ein Splitter, Leute. Yay, her damit. Und ketschmoing. Splitter Nummer 3, ergattert. Bang. Scheiße, wa? Hast du dir nicht so gedacht, ne? So, swut, 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 swut. So, jetzt muss ich schön aufpassen hier auf den Spasti da unten, weil der geht bis nach oben an die Kante und da kann ich mich nicht retten, ne? Boings, 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 bang, tschüss, Mann. Oh, ist übrigens eine schöne Musik, muss ich sagen. Die hat was Dramatisches, aber als auch Winterliches. Sehr schön. Bang, alle down, ihr seid alle mal richtig am krepieren, Jungs. Wow, was ist mit ihm hier in Ordnung? Hör mal auf auszurasten, Junge. Alter, alle weggefistet. Kirby ist der Pornomaker, Alter. Ja, bang, putz, du kannst mir überhaupt nicht. Oh, ist voll rutschig hier unten. Nö. Von dir lasse ich mich nicht verarschen, du Sack. Geil. Wow. Schön chillig. So, wir müssen ja fast durch die Welt gleich durch sein, wa? Ja, krass. Geil. Maxi Tomate. Was bringen die Karten? Ich sage ja mal mehr davon. Twabben. Ja, okay. Jetzt bin ich weit genug gesprungen. Na, oh Mann, der Fett ist wieder voll am Fressen hier. Sein leckeres Fleisch. So, Leute. Dann, wir haben jetzt gerade mal 7 Minuten für ein Level gebraucht und haben alt eingesammelt. Oh, das sieht aber geil aus. Du, 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 du. Oh, was ist denn für eine Mucke? Ui. Oh, Zuben. Oh, ui. Oh, wie er guckt, das ist voll süß. Ah, das erinnert mich so an die, die Wolken-Cloud-Mucke irgendwie. An der Bubble-Cloud-Mucke. Oh, schöne Musik. Ach, Musik ist immer schön. Musik ist ein sehr wichtiger Faktor in Videospielen, kann man nicht außer Acht lassen. Nicht umsonst mochten alle so gerne die alten Donkey Kong Country-Teile, die extrem geile Mucke hatten. Ich habe sogar eine Favoritenliste an Composern. Und da sind einige drauf sogar. Bang! Boots, ich will Kinderfähigkeit wechseln. Solange ich das nicht zwangsläufig machen muss, mache ich das auch nicht. Weil was soll ich mit den anderen Fähigkeiten? Ich finde die viel geiler. Aber wenn ich da die brauche, vielleicht um irgendeine... Aha, da unten. Swut, swut, swut. Und bang, butz. Tschüss, Kumpel, du bist mal richtig down. Und oh. Oh, ich kann ja anscheinend nicht runterfallen. Sehr geil. Boings. Ach komm, ich brauch die ganze Fressen eh nicht. Bang, batz, baboom. Tschüss, Sikowski. Und gleich wieder durch die erste Etappe durch. Oh, sieht aber geil aus hier mit diesen komischen Wolken und den Eiskristallen oder was. Also wenn es wirklich eine Eiswelt ist, dann soll es ja Eiskristalle darstellen wahrscheinlich. So, was sind das jetzt hier? Erstmal nach rechts kicken, Freunde. Was das hier noch so gibt? Nix. Bang, 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 bang. Geil. Und super, und gabounz. Gleich die Nisterin. Ey, wow. Halt. Stopp. Hey, halt mal. Alter. Krass, da mal nicht aus. Ach, man kann die anhalten. Twing. Und nach oben. Bang. Okay, manche sind festgelegt, aber manche nicht. Manche lässt man sich quasi steuern. Das finde ich auch schon mal eine interessante Erkenntnis. Weil ich hatte bisher immer die Gefühle, die schießen automatisch irgendwie und das in die Richtung, die sie wollen, nicht in die ich will. Was willst du von mir, du Pilz, Mann? Scheiß Pilz, jetzt stillst du. Boing, boing, bangs. Tschüss, Mann, ihr seid alle down. Die Fähigkeit ist geil, Mann. So richtig geil. Ah, swim.
Wieso ist die hier grün? Die wird ja größer und kleiner, ist ja gemein. Scheiße, wa? So, ich weiß, das ist hier riskant, was ich gerade mache hier, aber ich fühle mich recht sicher eigentlich hier. Aua, da hat mich tatsächlich mal jemand getroffen. Das ist ja, Digga, viel voller HP. Da bin ich ja von mir gar nicht mehr gewohnt. Und vor allen Dingen sieht es hier nicht so aus, als ob ich irgendwas verpassen könnte, ne? Ich laufe hier einfach durch und da, wo Steine sind, sammle ich welche ein, ne? Zum Beispiel hier. Bang, bang, Boots. Feuerwerk! So, dann gucken wir mal hier. Ey, wo kommst du näher? Du Pisser, du, komm her. Los, ich krieg dich. Ba, da, ba. Was ist hier links? Gucken wir mal hier lang. Hm, nix, okay. Nö, alles abchecken. Wenn die hier so eine Scheiße machen, wie dass man hier irgendwie... Das, was der da malt, der hätte den Hut machen müssen. Das wäre wahrscheinlich recht einfach gewesen. Ich muss links und rechts wahrscheinlich eine Reihe klauen müssen. So, hier ist Luft schon wieder. Heißt, hier kann ich nicht rennen? Ich will ungern da drin springen. Oh, verdammt! Oh, bang! Hahaha. Ha, ha. Okay, man kann nicht hochgetrieben werden, Leute. Nur mit dem, indem man fliegt. Okay, damit habe ich jetzt meine Fähigkeit verspielt, würde ich sagen. Schade, jetzt wird es wahrscheinlich wieder eine ganze Ecke schwerer werden, weil die Fähigkeit bestimmt doch eine ganze Menge. Aber wir haben ja den hier zum Beispiel. Na, ja, so nicht. Mann, komm her! Die haben ja keine Fähigkeit, scheiße. Ich dachte, das sind auch irgendwelche Klingenmänner. Komm mal her, ihr Weißen. Ich will so einen weißen Stüppi auffressen, Mann. Komm doch her, du alter Sack. Ich will dich fressen. Du schmeckst bestimmt nach Zuckerwatte, du. Oh Mann, du Arsch mit Ohren. Ne, die haben auch keine Fähigkeit. Na gut, das ist mir egal. Swut, swut, swut. Aua. Bang. Swut. So, ich habe ja mal die völlig vergessen, was, wenn ich die... Puff, zack. Electro ist cool. Give me Electro. Swut. Komm her, du Junge, nicht runterspringen. Du alter Sack. So schnell fliegen, ne? Sonst kratzt man den Arm. Das wäre nicht so cool. So, da ist gerade... So ein Spasti... Oh, der kommt aber echt hoch, Alter. Verdammt, jetzt kratz ich gleich. Alter, noch einer, Mann! Was für ein Scheiß! Menno, hau ab! Ha, du Arschgeige, du! Ha! Ich hab dich gesehen und verarscht. Ja. Wo kommen denn die her? Da kam jemand aus dem Boden. Okay. Ich sag da nichts zu, oder? Ja, ja. Schnell durch. Oh. Oh mein Gott, Riesenbuschel-Action. Und down, das war ja richtig easy. So smut. Ich komm da nicht ran. Oh nein. Sag nicht. Oh doch. Ich muss die Elektronadel benutzen. Was ist Elektronadel überhaupt eigentlich? Ist sie verwendet nicht Elektroschwert? Ach so, klar, der Blitzableiter. Ach Mist. Elektro haben wir ja gesehen. Und Nadel hätte man bestimmt auch irgendwo gekriegt. Verdammt. Oh, müssen wir alt normal machen. Shit. Das ist ja mal ekelhaft. Jetzt hätte ich vor allem die Tomate essen sollen, ich Dummdödel. Na gut, egal. Also wir müssen irgendwo Elektro finden. Sonst bleibt uns dieses Steinchen verwehrt. Ich versuche das noch in diesem Part zu kriegen, Leute. Weil das war's dann für meine Aufnahmesession. Da werde ich eine Weile keinen Kirby sehen. Dann tut mir schon leid eigentlich. Ja, hi, vielleicht mag ich die Folge da vielleicht auch 2 Minütchen länger. Auf jeden Fall können wir hier eine M-Tomate einsammeln. Und hier irgendwo eine Nadel finden wir bestimmt auch. Gib mir einfach mal eine Nadel, ja. Bong.
Katschonk. Banks. Philipp Banks. Wer weiß, woher das ist cool. Aber ich glaube, das weiß jeder. Der Heiko ist gelesen, dass der Schauspieler leider Anfang des Jahres verstorben ist. Mit 68, ey, so früh sterben, ey. Das möchte ich aber auf keinen Fall. Aber das ermuntert mich gleichzeitig, so krank sie das anhört, auf jeden Fall halt anders zu machen und nicht so extrem in die Breite zu gehen. Ich meine, ein Wohlstandsbäuchlein ist ja nicht falsch, ne? Aber man muss ja nun aus allen Nähten platzen. So, ich finde übrigens keine Nadel hier. Ihr habt einfach eine Fähigkeit hier drin nicht. Das würde mich echt wundern. Der ganze Zirkus, den die hier angesammelt haben, wäre so unlogisch, irgendwie, wenn das hier nicht alles wäre. Ui, swut. Hier gibt es anscheinend echt keine Nadel. Oder habe ich die jetzt einfach verpasst? Habe ich irgendwas verpasst in die Richtung? Katschonk. Ach nee, klar, der hier. Ja. So viel denn dazu, ne? Oh Mann, was ne Scheiße, Mann. Aber wir können ja rein und raus gehen. Swut, 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 swut. Wie Kabi läuft hier immer so süß. So, jetzt nochmal rein hier. Mann, ey, ich hab da endlich B gedrückt, warum hat den hier geworfen hat. Da bang, genau, das ist der Blitzableiter. So, den müssen wir jetzt versuchen, irgendwie durchzuschleppen. Das wird ja wieder mal eine richtig lustige Fahrt. Da freut mich, ey, ist schon überhaupt nicht drauf. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass das ganz am Ende ist. Und wir eigentlich quasi, nee, noch einen weiter zurück. Ey, wir sind schon Level 5, Leute. Aber man weiß ja nicht, wie viel Level die Welt hat. Nein, wie viele Welten dieses Spiel hat, so rum. Ich würde ja so auf 7 tippen. 7 ist so die spontane Zahl. Ist nicht mehr für die Zahl 7 kommt immer irgendwo. 7 Dragon Balls oder so. Ja, da hört es schon auf. Aber ihr werdet so 7, die sieben kleinen Geißlein. Kennt man zum Beispiel auch so ein altes Märchen. Oder die 7 Zwerge hinter den Wäldern mit Schneewittchen und so, ne? Es sind immer 7. Ich weiß auch nicht warum. Aber 7 scheint irgendwie eine magische Zahl auf die Menschheit auszuüben. Aber hier gibt es auch eine andere Ausführung. Es gibt zum Beispiel über 6 Pokémon oder. Das war knapp. Gibt doch andere Beispiele, wie gesagt. So. Boing, nein! Shit, Gabi! No! Don't die! Bang! Da die Fähigkeit ist geil. Katschonk und down. Das ist schon wieder die komische Hexe. Haben wir die nicht schon mal gesehen bei dem komischen UFO? Ah, Knacks! Wow, shit! Mann, ihr Drecksvögel! Du Drecksvogel! Du bist ein Derbvogel! Boing, Knacks und Farts. Ihr seid doch mal alle down, Alter. Ich will da bloß durch. Durch diese Welt. Ich will doch einfach bloß zum Ziel. Und dort einfach meinen schönen Splitter einsammeln. Ist doch nicht schwer. Zack. La 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 la. Ach, die Welt ist cool hier, die gefällt mir. Die macht mir Spaß. Ihr seid alle down. So richtig down. Und auch ein Clown. Ist doch mal klar. Und du boing. So, jetzt kann ich direkt nach oben gehen. Weil. Ah, swim. Tschüss, Kumpel. Folgt ihr. Hab euch alle schon. Erspart uns eine Menge Zeit, hoffe ich. Tschüss, Kumpel. Ich jump einfach durch rüber. Katschonk. Kazam. Die macht ein Blitzgeräusch. Also, ich habe mal aus der Native Connor-Folge gelernt, dass im Japanischen wohl die Lautschrift für Blitz Goro ist. Ja, wurde mit der Zahnreihenfolge 5656 suggeriert, weil Goro ist 5 und Oroku ist 6. Aber gut, ist ja jetzt Japanisch für Anfänger. Das wissen wir scheiße. Die meisten wahrscheinlich von euch auch. Obwohl, die meisten kennen eigentlich nur so Ichni-San, wenn es so ganz am höchsten kommt. Das ist doch schon ganz cool. Lass mich in Ruhe, du Arsch mit Ohren. Von oben, alles Gute kommt von oben. Ihr seid doch einfach so richtig down, down, down. Hat zwei Knacks. Und kurz. Hat ganz schön eine große Reichweite, obwohl es gar nicht so aussieht. Man nimmt das irgendwie nur von oben oder so, aber nee, geht doch nach unten, ne? So, hier hoch. So, jetzt müssen wir bloß noch hier durch. Ja, da kannst du aber mal voll knicken, Kumpel. Auch vielleicht geh nochmal rein. Jetzt wisst ihr, wo ihr alle seid. Ja, ja. Don't shit with me, bro. So hat Steg, ne? So, ja, hier kommst du, ne? Ja, du bist auch mal so richtig down, weil ich weiß jetzt, dass du überhaupt kaputt gehst.
Ich dachte, das sind wie die Frösche, die aus der Wand kommen, die nicht kaputt gehen. Oder der komische Typ hier, der... Na, sag schon hier. Aus dem Boden da mit der Schere rausschnert und dann so... Hey, Trollolol. Aua, Mann. Du kleiner blöder Arsch, du stinkst. Mann, ich hoffe, dass dir der Tut zu winkt. Bam, du bist down. Und du auch. Wow, das war knapp. Und ziemlich gefährlich. Nein, du blöder Spasti, du bist so ein Ekel. Was zum Teufel? Frag mich, ob der eine Fähigkeit hat, aber ich will es nicht ausprobieren, ich will einfach nur durch. Tschüss, Jungs. Ja, den hat ich auch noch mitgenommen, den Spacken hier. So, jetzt muss ich hier bloß noch die Riesenwolke töten und da ist auch schon... Nein, ich brauch die doch noch. Na okay, eigentlich ist der Käfig ja schon kaputt. Man haut da mal ab hier. Ha. Tschüss, Mann. Und da habe ich meinen dritten Stern und raus hier. Jawohl, Freunde. So. Ach komm, nehmen wir eine Maxi-Tomate. Erstmal mal zu fressen geht vor. Thup. Wir haben ja 36 Leben schon. Was soll man denn mit noch mehr Leben? Die werde ich niemals alle verbrauchen, sag ich euch. So wie es ist, Leute. Gut. Dann gucken wir mal noch hier in die Welt rein, ja? Ja, hi. Oh, geil. Hier sieht es ja voll cool aus. Wie so eine Süßigkeitenfabrik. Schön. Geil. Gehen wir in ein Lebkuchenhaus? Wäre mal geil. Swoot. So, aber jetzt hier ein Transportband. Wow. Ich will kein Blümchensex. Geht weg. Haut ab. Kachong. Du kannst mir mal ganz locker sonst wo lecken, Kumpel. Alter, war aber rechts was. Von dir lass ich mich nicht verarschen. Hier ist aber eine Scheiße. Ich lass mich von ihm doch verarschen. Erst denkt man, ist ein Hinweis auf einen Splitter und dann ist es aber einfach nur ein Fake auf einen Hinweis auf einen Splitter. Was für eine gemeine Sache. So, ihr seid alle im Arsch, Mann. Katschonk. Boom. Sieht aber irgendwie fetzig aus hier. Ja, hättest du dir so gerne gehabt, ne? Ja, ich habe immer das Gefühl, dass hier was sein könnte. Vielleicht habe ich sogar schon ihn verpasst, das weiß man ja wieder nicht. Wow, der ist ja... Oh, diese Respawn-Scheiße. Alter, ich habe doch B gedrückt. Och, Mann. Der Doppeltreffer kassiert. Ah, guck mal hier. Ich wusste doch. Hehe. So, Freunde. Aber ich glaube, hier oben in der schönsten oberen Etage hier das Spielzeug, Süßwarenfabrik, was auch immer das hier für ein Gebäude darstellen soll. Was soll das für ein Gebäude darstellen? Na egal. Freunde, das war's für heute. Ich werde euch jetzt leider erst in... Hier, was Kirby angeht, erst leider wieder in ungefähr 2 Wochen wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bis dahin mit meinen Videos. Und natürlich geht es in 2 Tagen ganz normal weiter, keine Frage. Aber dann wieder ein wenig live. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.